Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Zweitkanal, vom besten Zweitkanal von der ganzen Schweizer YouTube-Szene. Ich mache immer ein Video außerhalb vom Livestream, so viel bedeutet mir der Kanal hier. Also, heute geht es darum, dass wir im Adi Totoro seinen ersten Drop von Die Biffen, von seiner eigenen Marke. Wieso habe ich das so gesehen? Wieso nicht? Heute wollte ich auf jeden Fall probieren, den Bulli, also den blauen, den babyblauen Bulli zu bekommen von dem Shop, wo er jetzt gerade um 12 Uhr, also jetzt gerade in 3 Minuten, ich habe hier extra eine Website aufgeschlagen, wie probieren zu kaufen. Also das werden wir probieren. Sehen wir dann, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ich bin hier tatsächlich auch schon auf der Webseite. Da ist momentan hier die Biffen Kollektion 1.0. 6. April, 12 Uhr, no. Jetzt ist gerade 57, also ich würde sagen, wie sehen wir uns jetzt bald wieder um mich, bis wir da den Drop mitverfolgen. Ja, aber wie gesagt, ich probiere relativ schnell zu sein. Ich bin auch gewohnt, hier oben sehen wir Supreme und Palace, also eben der Palace und Supreme Don normalerweise. Und darum bin ich sowieso der Mode angelehnte Don und weiß, was bei Streetwear Drops alles auf mir zukommt. Keine Ahnung, was ich da gerade geredet habe. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, jetzt ist 58, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Minute nochmal. So, meine Damen und Herren, es ist 59 und 30 Sekunden, also in einer halben Minute ist der Die Biffen Drop da. Also, er wird immer ein bisschen die Seite aktualisiert, die Webseite. Da passiert noch absolut gar nichts. Also, ja, wir sind auf jeden Fall noch gespannt. Jetzt ist, okay, in 10 Sekunden ist es soweit. Okay, jetzt steigt der Stresspegel bei mir auch. Ich weiß gar nicht, wie schnell das wird ausverkauft sein. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir probieren einen L-Pullover zu bekommen. Blauer L-Pullover. Oha, es ist online hier. Let's go, Digga. Blue Organic Sweater. Jalla, Abfahrt. Zack, zack. Zack, zack. L und Add to Cart. 59 Stutz. Digga, habe ich das Geld überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt selbst. War noch hier? Maelo. Zack, Mani, zack. Jetzt habe ich hier ein bisschen etwas Blur wahrscheinlich. Mit PayPal zahlen natürlich. Jetzt Pay with PayPal. 5,50 für Shipping. Also wirklich abzocken, Adi. Also ganz ehrlich. Nein, Spaß. That's it. Ist gemacht. Und jetzt sehen wir da. Warte schon. Let's go, der Hase. Man kennt ihn. Jetzt ein Bulli in L. Ja, moin, in L habe ich bestellt. Ich hoffe, der ist wahrscheinlich 10-mal zu groß. Könnte schon sein. Sonst Anzeige ist draußen auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das eigentlich jetzt schon die ganze Herrlichkeit gewesen. Okay. Ich sehe hier, das ist tatsächlich bei den Pullover. Ist tatsächlich jeder einzelne schon sold out, außer XL. Holy moly. Es ist gerade mal 2 Minuten nach der 12. Also in 2 Minuten Pullover gefühlt sold out. Oha, Pullover, tatsächlich schon sold out, man kennt ihn, sehr sehr nice, das freut mich natürlich für Adi. Also hier, etwas, was ich muss sagen, ich bin zuerst nicht ganz rausgekommen bei den Hüten. Also vielleicht hätte ich schon nicht auch noch, jetzt zum Beispiel den Hut, habe ich jetzt zuerst den Pullover, vielleicht einfach nur irgendwie auf den Hut das Foto machen, nicht alles. Sehr sehr cool, es freut mich sehr, dass das in der Schweiz ankommt, dass die Leute in der Schweiz so etwas auf so etwas Bock haben. Sehr, sehr cool, das freut mich wirklich extrem. Und ja, eben der Support ist auf jeden Fall da, das freut mich sehr bei Mati. T-Shirts sind noch da, wahrscheinlich hat er von denen noch ein bisschen mehr produziert. So ein Ding ist das, aber eben, ich freue mich wirklich sehr, dass das so gut ankommt und generell, dass momentan die Schweizer YouTube-Szene so ein bisschen Fuß fasst, würde ich mal sagen. Einfach nicht Leute, die außerhalb von YouTube hergekommen sind, sondern wirklich mit YouTube gestartet hier und jetzt von da aus so ein bisschen sich entwickeln. Jetzt zum Beispiel, sagen jetzt mal Gabiran oder so, früher war das zählt von mir gefühlt nicht, weil der kommt von Instagram und macht einfach 2-3 Vlogs auf Krampf, einfach auf YouTube. Das zählt nicht, aber ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass das so gut angekommen ist hier beim Adi. Hier eben beim Pullover gesehen, hier sold out, man kennt ihn. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut, sehr sehr cool, keine Ahnung was das für ein Video hätte sein sollen. Ich habe mir einfach gedacht, es ist sicher noch interessant so etwas mal zu sehen, einfach von meiner Seite aus. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt den Bulli gegönnt, der seht ihr wahrscheinlich in den Streams, vielleicht in meiner Insta-Story, @mailromani, auf jeden Fall folge auf Instagram. Nein, lasst dem Video doch ein Like da, abonniert den Kanal hier, könnt ihr gratis machen und eben, sehr, sehr cool. Freut mich, dass das alles so gut läuft. Inzwischen. So, ganzes kleines Update. Und zwar ist jetzt 10 Minuten nach der 12. Also effektiv in 10 Minuten, man sieht sie auf der Webseite, 10 Minuten, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, ist der Drop ausverkauft gewesen.
sehr, sehr, sehr nice, dass das in der Schweiz, dass man das in der Schweiz, dass das in der Schweiz möglich ist. Kuss, Kuss, Kuss. Sehr, sehr geil. Also wirklich, eben, Kuss geht raus an den Adi. Ja, weitermachen so mit dem Ganzen. Ja, nice. One is the loneliest number that you ever.